Es war die Zeit des ausgehenden Mittelalters. Das damalige Schottland wurde überschattet von den Kämpfen der Clans, der adligen Familien, die vordringlich bestrebt zu sein schienen, sich gegenseitig auszurotten. Da haben wir sie schon. Jetzt können wir sehen, wie wir aus dem Schlamassel rauskommen. Ist Quentin noch bei Pater McLean? Ja, es wäre gut, wenn ihr noch mal mit ihm redet, ehrwürdiger Vater. Hoffentlich hilft's. Jetzt hör mal gut zu. Du bist noch jung und unerfahren, Quentin. Und Jugend weiß nicht immer, was zu ihrem Besten ist. Es tut mir leid, ehrwürdiger Vater. Aber ich kann einfach nicht, wirklich nicht. Du bist starrisch wie ein Esel. Ich lass mich auf keinen Fall scheren. Quentin. Ich will euch doch nicht kränken, bestimmt nicht. Ich bin doch nicht störrisch. Ein Esel, ja, vielleicht. Nur ein Mönch wird nie aus mir. Das gibt sich. Glaub mir. Er ist ja noch ein halbes Kind, seht ihn euch doch an. Er muss sich erst an den Gedanken gewöhnen. Hat genug Zeit gehabt. Er ist heute 20 geworden, Pater McLean. Warum muss das heute sein? Das kapiere ich nicht. Weil wir uns verpflichtet haben. Das weißt du genauso gut wie ich, Quentin. Nun sei vernünftig. Gut, ihr habt euch verpflichtet, aber ich doch nicht. Mach dir doch nichts vor. Vor ziemlich genau 16 Jahren hat der Clan der O'Gilvies deine Familie umgebracht. Deinen Vater, deine Mutter und alle deine Geschwister. Wir konnten dich nur retten, weil wir geschworen haben, dich zum Mönch zu machen. Damit euer Name mit dir ausstirbt. Du bist der letzte Dorwart, mein Sohn. Diese Lumpen. Nein, das ist zu wenig gesagt. Aber das ändert leider nichts an der Sache. Aber ich war damals ein Kind, ehrwürdiger Vater. Und außerdem, ich habe nichts versprochen. Du unterschätzt die O'Gilvies. Absetzen! Ihr wollt mich übers Ohr hauen, Prior. Wieso ist dieser verdammte Bastard nicht dabei? Vielleicht macht es euch nichts aus, wenn ihr euch in diesem Hause etwas mäßigt, lieber Freund. Pater McLean nimmt dem jungen Dorbert die Beichte ab. Mit oder ohne Beichte. Hierher mit dem Kerl. Auf der Stelle. Ihr habt mich ja schön reingelegt. Das muss ich schon sagen. Euer Prior. Und ihr auch. Und ich hab gedacht, ihr meint es gut mit mir. Und jetzt bin ich der Angeschmierte. Traurig genug, dass du mich nicht besser kennst. In der Scheune steht ein Gaul gesattelt. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst. In einer Stunde bist du an der Küste. An der Brücke in Lochornig wartet ein Fischerboot auf dich. Und dreh dich nicht um. Nicht bevor du drüben an der französischen Küste bist. Was seid ihr für ein Schlitzohr? Ich hab's ja immer gewusst. Und jetzt kannst du zuschlagen, mein Junge. Direkt hier ans Kinn. Du hast schon die Absolution. Das soll wohl ein Witz sein. Willst du vielleicht, dass mir die O'Gilvies die Haut abziehen? Kein Mensch darf wissen, dass ich dir dabei geholfen habe. Ich sage dir nicht mal mein Beichtvater. Das sind sie. Verschwinde. Gott segne dich. Danke, Vater McLean. Danke. Weg ist der Kerl. Den Fettkloß hat er fertig gemacht. Kümmert euch um ihn.
Irgendwo in der Gegend muss er stecken. Viel weiter kann er noch nicht sein. Schafft mir den Kerl her. Wer mir seinen Kopf bringt, kriegt den doppelten Sold. Da drüben, Milord. Da war doch was. Vorwärts! Da sind wir wohl reingefallen, Milord. Kein Mensch darf von dieser Geschichte jemals erfahren. Dass ihr mir alle das Maul haltet. Sonst passiert euch was. Am selben Tag, ja zur selben Stunde, als Quentin Durward das europäische Festland betrat, näherte sich ein Reitertrupp dem Schloss Peronne, dem Sitz des Herzogs von Burgund. Was wusste man in Peronne schon vom Geschick eines kleinen schottischen Adligen? Und doch sollten die Ereignisse dieser Stunde für Quentin Durward von weittragender Bedeutung werden. Außerordentlicher Gesandter seiner Hoheit des Herzogs Karl. Passieren! L'amour est la plus jolie fleur des toutes roses. Savez-vous, mamie, jouvencelle, qui le hasard guidera vers vous de son aile un peu plus tard. Savez-vous, mamie, jouvencelle. Sagt mal, macht ihr euch wirklich was aus solchen Liedern, Isabelle? Sie ist entzückt davon. Ja, wirklich, darin ist sie mir sehr ähnlich. Gräfin Ameline, tut mir den Gefallen und lasst eure Nichte einmal zu Wort kommen. Ich möchte gern mal erfahren, was sie selbst meint. Also, was wollt ihr sagen, mein Kind? Meine Tante hat recht, Monseigneur. Ich mag diese Musik. Man kann so schön dabei träumen. Na gut, warum nicht? Aber irgendwann einmal muss man doch mit Träumen aufhören und sein Leben fest in die Hand nehmen. Das versteht ihr doch, meine Liebe, hm? Ich weiß nicht, Monseigneur, ich... Wenn die Kleine mich nicht hätte, wäre sie völlig verloren. Nach dem Tod eures Vaters, liebe Isabelle, habe ich euch unter meinen Schutz gestellt. Und ich betrachte es als meine heilige Pflicht, mich um eure Zukunft zu kümmern. Das ist lieb von euch, Monseigneur. Und ich möchte euch für eure Fürsorge herzlich danken. Oh, schon gut, ich tue es gern, mein Kind, ich tue es gern. Wir wollen jetzt den Grafen Campo Basso begrüßen. Ich habe ihn aus einem bestimmten Grund kommen lassen. Ihr kennt den Grafen? Nein, Monseigneur. Einer meiner besten Freunde und mir treu ergeben. Ich habe ihn zu eurem Gatten bestimmt. Der Graf Campo Basso. Fünf Pferde habe ich zu Schanden geritten, um rechtzeitig hier zu sein, Monseigneur. Nun stehe ich zu euren Diensten. Oh, diesmal werden eure Dienste besonders angenehm sein, Graf. Zunächst werdet ihr das Herz dieser reizenden jungen Dame zu gewinnen haben, die bald eure Frau sein wird. Das Herz der Gräfin Isabelle de Croix. Was ist, Gräfin? Warum begrüßt ihr nicht euren Verlobten?
Gräfin Ameline, bringt eure Nichte zur Vernunft. Sorgt dafür, dass sie sofort hierher zurückkommt. Verzeiht ihr die Unbeherrschtheit. Der Graf ist im Dienste Burgunds verwundet worden. Bedenkt das, Madame. Isabelle ist noch in dem Alter, wo man lieber von einem Mann träumt, als ihn zu heiraten. Aber am Ende kommt meistens die Einsicht, Monseigneur. Nun, das will ich auch hoffen, Madame. Und jetzt kümmert euch um sie. Ich kann's ja verstehen, aber du musst das nicht so tragisch nehmen. Wenn ich an dieses Gesicht denke. Ach, weißt du, der hat bestimmt auch seine Qualitäten. Aber ich mag ihn nicht. Er ist sicher meistens unterwegs. Du wirst ihn selten zu sehen kriegen. Ach, sprech doch nicht so. Ich weiß nur, dass ich diesen Mann nie lieben kann. Um Himmels Willen, wer sagt denn was von Liebe? Heiraten sollst du ihn, das ist alles. Ich lass mich nicht einfach mit jedem verheiraten. Und wenn sich der Herzog auf den Kopf stellt... Warum regst du dich auf? Warte ab. Noch ist es nicht so weit. Verzeihung, meine Damen. Ein Freund hat mich zu euch geschickt. Ich soll euch eine Nachricht bringen. Eine Nachricht? Was denn für ein Freund? Ein sehr einflussreicher Mann, der euch hier raushelfen will. Und der euch seine Gastfreundschaft anbietet. Wir sind doch nur Figuren, die man hin und her schiebt. Wer sollte sich für uns schon interessieren? Der König schickt mich zu euch. Ludwig der XI. Der König? Ja, Madame. Der König von Frankreich. Sind hier zwei Frauen vorbeigekommen. Eine junge und eine ältere. Na los, mach's Maul auf! Hm. Denk nochmal nach, du Tortel, und ich sag dir, bleib bei der Wahrheit. Sonst hängst du am nächsten Baum. Also wo sind sie hingeritten? Aber keine Märchen, verstanden? Nicht gesehen. Hoffentlich, weiter! Es ist nicht zu fassen. Immer dasselbe. Trau dem Weibervolk und schon bist du reingefallen. Deine ganzen Pläne sind über den Haufen geworfen, weil dem Frauenzimmer unser Campo Basso nicht passt. Vielleicht seht ihr doch zu schwarz, Monseigneur. Vielleicht sind die Damen nur ausgeritten. Die junge Gräfin reitet doch jeden Morgen ein paar Stunden weg. Oh, und der Troubadour ist mitgeritten und singt den Damen etwas vor, damit ihnen die Zeit nicht lang wird. Mir gefällt die Sache ebenso wenig wie euch, Monseigneur. Ich glaube, hinter dem Ganzen steckt der König. Erklärt mir das näher. Ich weiß, der König hat Angst davor, dass ihr ihm zu stark werdet. Aber was hat das mit Isabelle de Croix zu tun? Er will sie mit einem Feind Burgunds verheiraten. Ein raffinierter Schachzug von ihm. Denn so bekommt er die Festung Croix. Wir leben in einer kritischen Zeit, Crèvecœur. Mein königlicher Vetter ist misstrauisch und kann jeden Tag zu den Waffen greifen. Ich muss euch wohl nicht sagen, dass der Besitz der Festung Croix den Sieg entscheiden kann. Und diese Feindschaft zwischen dem Herzog von Burgund und dem französischen König sollte ebenso das Geschick Isabelles de Croix wie das des jungen Schotten Quentin Durward bestimmen. Hallo, 200 Ecus sind ausgesetzt auf zwei flüchtige Frauen. Und ein Kerl ist dabei, habt ihr die gesehen? Ja, die sind hier. Isabelle hatte mit ihrer Begleitung längst französischen Boden und das Schloss Plessis erreicht. Sie befand sich in Sicherheit, soweit man in ihrem Fall von Sicherheit reden konnte. Wenn ihr der König auch Zuflucht bot, so ging es ihm dabei doch ebenso wenig wie dem Herzog um ein menschliches Anliegen. Es ging auch ihm um die Festung Croix. Knapp 4 Wochen später betrieb der Generalprovost des Königs wieder einmal sein Lieblingsspiel, die Menschenjagd. Er war hinter einem Agenten des Herzogs von Burgund her, dem Zigeuner Hayradin. Die Hunde ziehen mehr nach rechts. Vielleicht ist er da im Gebüsch. Hallo, schlaf nicht! Was ist denn das für ein Kerl da? Besoffen? Nein, der hat eins über die Rübe gekriegt. Das ist der Waldhüter, den kenne ich. Dann war der Zigeuner doch da. Sucht ihr jetzt hier weiter. Die anderen kommen mit mir. Den Mann holen wir später. Dass Quentin in die Sache verwickelt wurde, war das reine Pech. Da er weglief, hielten ihn die Leute des Profoss für den Gesuchten und setzten hinter ihm her.
Halt! Die Köter werden ihn vielleicht aufstöbern. Wir suchen mal inzwischen das Waldstück ab. Wer hat was von Hinsetzen gesagt? Hier wird weitergesucht. Los, macht, ihr Stinktiere! Da ist der Kerl ja! Verdammte Halunke! Ah, jetzt haben sie ihn. Ich wäre ganz gern dabei. Sorgen hast du. Ich habe dem Profoss gesagt, dass ihn die Hunde nicht ganz in Stücke reißen sollen, damit er wenigstens noch zu erkennen ist. Das klingt schon besser. Unser Vetter in Burgund soll ruhig wissen, wie wir mit seinen Spionen umspringen. Und der war ein besonders gerissener Bursche. Das habe ich auch erst gedacht, Ziel. Als ich mich gestern mit ihm verabredet habe, da habe ich gedacht, na, der riecht vielleicht Lunte und verschwindet. Keine Spur. Stolpert mitten ins Netz. Viel zu viel Aufwand für einen schäbigen Spion. Ein Strick um den Hals hätte es auch getan. Tja, aber nicht so diskret und elegant. Jetzt heißt es Wildfrevel auf frischer Tat ertappt. Wer will was dagegen sagen? Wir werden ihn morgen früh eine Messe lesen lassen. Eben, eine mehr oder weniger. Heiliger Himmel! Was sagt ihr jetzt hier? Da ist er. Diese Idioten haben ihn entwischen lassen. Dann muss ich das wohl übernehmen. Amen. Ich habe das Gefühl, du hast dich schon wieder geirrt, Olivier. Wieso geirrt? Seit wann gibt's blonde Zigeuner? Er ist blond, das ist wahr. Teufel, ja. Ein Zigeuner ist das bestimmt nicht. Na, was ist? Hol ihn raus. Rausholen? Warum denn? Frag nicht, mach, was ich dir sage. Ruhe, sonst befördere ich dich wieder ins Wasser zurück. Das versuch mal du. Quentin war weit davon entfernt, auch nur zu ahnen, dass er es mit Ludwig dem 11., dem König von Frankreich, zu tun hatte und dessen vertrautem Ratgeber, dem verschlagenen Hofbarbier Olivier. Schluss jetzt! Er zieht euch aus dem Wasser und ihr wollt ihn verprügeln. Ist das eine Art, seine Dankbarkeit zu zeigen? Von wegen aus dem Wasser ziehen. Ersäufen wollte mich der verdammte Halunke. Mag ja sein, aber es kommt auf die Reihenfolge an. Erst wollte er euch umbringen, dann hat er euch aus dem Wasser geholfen. Das Ganze ist nichts weiter als ein Missverständnis. Er hat euch mit jemand verwechselt. Dann soll er sich seine Leute besser ansehen. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Aber wisst ihr, wer ein Schwert am Gürtel trägt? Der hat es auch schnell bei der Hand. Ach, meinetwegen. An mir soll's nicht liegen.
Ihr seid Schotte, oder irre ich mich? Ja, ja, stimmt. Ich bin Schotte. Mein Name ist Quentin Durwood. Ich komme aus der Gegend von Locarnic. Ihr werdet hier Landsleute finden. Einen ganzen Haufen. Ja, ja, ich weiß. Die schottische Garde des Königs. Ich bin Meister Pierre. Bin Kaufmann. Das da ist mein Gehilfe. Laufen hier die Gehilfen alle mit Schwertern rum? Ach, wisst ihr, die Straßen sind ziemlich unsicher geworden. Oft ist mehr Gesindel unterwegs als rechtschaffende Leute. Dabei hängen die Galgen voll. Das habe ich gesehen. Mehr Gehängte an den Galgen als Blätter an den Bäumen. Ein feines Königreich. So, so, es gefällt euch nicht bei uns. Ich könnte euch da Sachen erzählen. Drüben in Burgund sieht es anders aus. Da klappt der Laden. Wahrhaftig? Der Herzog versteht sein Geschäft. Der hat sein Land in Schuss. Der wäre für Frankreich der richtige König. Und was macht ihr hier in Frankreich? Och, ich will den Bruder meiner Mutter besuchen. Mein Onkel gehört zur schottischen Leibgarde. Vielleicht hilft der mir weiter. Ich habe ziemlich leere Taschen. Ich lebe von der Jagd. Aber hier ist ja alles verdreht. Vorhin hat so ein dämlicher Wildhüter meinen Jagdfalken mit einem Pfeil erledigt. Im Namen des Königs, hat er gesagt. Ach ja, und was weiter? Ha, ich habe ihm die Jacke vollgehauen. Sehr? Ziemlich. Wie man einen eben verdrischt, ohne ihn gleich umzubringen. Vorsicht, Vorsicht. Immerhin ein Wildhüter des Königs. Sowas kann leicht ins Auge gehen. Der Kerl hat mir meinen Falken umgebracht. Ja, das stimmt. Und der Wildhüter, hat der sich nicht gewehrt? Ach, der hat so geschrien, dass ich ihm eins auf den Deckel geben musste. Und dann waren ein Haufen Leute hinter mir her. Aber Gott sei Dank habe ich ein Pferd erwischt. Sonst wäre es mir dreckig gegangen. Eine Menge Strapazen für ein einfaches Frühstück. Das ihr noch nicht einmal gekriegt habt. Genau. Und das in einem Land, wo so gut gegessen wird. Behaupten die Leute. Das glaubt ihr wohl nicht. Tja, mein Geldbeutel ist so leer, dass ich um alle Wirtshäuser einen Bogen machen muss. Du meine Güte, dann wird's höchste Zeit, dass wir das auf der Stelle ändern. Olivier, hol das Maultier, wir gehen ins Dorf essen. Ja, gut. Ihr könnt hier nicht so einfach rumlaufen. Da drüben, das ist das königliche Schloss. Wir gehen hier quer durch verbotenes Gelände. Woher soll ich das wissen? Oh, das merkt man sehr rasch. Außerhalb der Wege gibt's hier überall Fangeisen und Fallgruben. Manche sind tief genug, um euch für immer verschwinden zu lassen. Wie gemütlich. Ja, sehr gemütlich. Und unten in den Gruben, da sind Eisenspitzen so lang wie meine Hand. Und wozu das Ganze? Oh, der König ist misstrauisch. Überraschungen liebt er nicht. Wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde mir das bequemer machen. Tja, und wie? Da bin ich aber neugierig. Besser regieren. Aha. Ist doch furchtbar einfach. Ich würde so regieren, dass niemand auf die Idee kommt, hinterhältig im Gestrüpp rumzuschleichen. Sieh einer an. Ich rede eben so, wie ich denke. Nur zu laut, lieber Freund. Hier haben sogar die Bäume Ohren und berichten dem König. Mancher hat schon bereut, dass er zu laut gesprochen hat. Und wenn schon. Gedanken sind keine Verbrechen. Nicht mal schlimme Gedanken. Das könnt ihr eurem König mit einem schönen Gruß von mir bestellen. Der Himmel möge euch beschützen.